Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sandra. Heute mit einem neuen Podcast Ernährung bei Sodbrennen. In der Praxis werde ich immer ganz häufig gefragt, was an der Stelle gemacht werden kann. Ich möchte euch aber erst einmal ein bisschen was zum Thema Sodbrennen erklären, also was führt überhaupt dazu. Letztendlich ist es so, dass die Magensäure ja für die Verdauung der Enzyme und des Essens zuständig ist und für die Herstellung vom Speisebrei, damit das dann verkleinert werden kann. Und an der Stelle ist es so, dass die Magensäure sich erhöht oder hochgeht und über den Fördner, der zur Speiseröhre führt, nach oben rutschen kann. Oft ist die Frage, wie kann das passieren oder was sind Triggerfunktionen, was kann das auslösen, wenn wir Stressbelastung haben und zum Beispiel zu fettreich, zu zuckerreich essen oder auch ganz viele gar nicht essen, dann kann die Magensäure automatisch durch die Stressbelastung ansteigen. Das heißt, lange Nüchternphasen, ne, lasse ich Essen länger weg, kann sein, dass dann eher das Sodbrennen befeuert wird. Wenn ich dann aber esse und vielleicht auch zu fettreich oder zu zuckerreich, dann hat die Magensäure ja viel zu tun, dann kann es auch sein, dass einige darauf reagieren. Es gibt die Möglichkeit, wenn Schmerzstrukturen da sind, wenn bei Schmerzen Medikamente genommen werden, wie Ibuprofen, Diclo, ASS, die können sozusagen Magensäure auch immer begünstigen, weil die dort halt anfangen aufzugehen. Antibiotika sind auch einige Menschen, die immer darüber merken, dass dann schneller das Sodbrennen nochmal entsteht oder vielleicht auch neu entsteht. Ganz besonders fällt es mir auf bei Patienten in der Adipositaschirurgie, also die eine Magenverkleinerung zur Gewichtsabnahme machen. Und zwar immer dann, wenn es um den Schlauchmagen geht. Der hat eine Präferenz vermehrt nach den Magen-OPs und oft auch sehr zügig, mit Sodbrennen zu zeigen. Hier ist es ganz wichtig, auf mehrere kleine Mahlzeiten zu gehen, kommt aber gleich noch. Operationen, Narkosen, Schmerzen, hatte ich ja schon gesagt, können das sozusagen beeinflussen, dass die Magensäure ansteigt. Natürlich gibt es auch immer ein Organ, auf das wir reagieren. Es gibt natürlich auch Patienten, die einfach empfindlicher sind und schneller Sodbrennen haben. Was passiert? Die Magensäure steigt an, die wir ja für die Verdauung brauchen. Und dadurch rutscht die Magensäure, wenn sie zu stark im Magen ansteigt, über den Speiseröhre in den Mund hinein. Das kann zu saurem Aufstoßen oder zu Hustenreiz. Manche Patienten kriegen so einen kurzen Hustenanfall. Es gibt auch welche, die nur so ein Kitzeln merken. Das kann aber auch zu einem Engegefühl führen, zu Schluckschmerzen. Natürlich ein allgemeines Unwohlsein, immer wieder, wenn das auftritt. Es kann auch zu Luft im Bauch führen, zu Bauchschmerzen, Übelkeit. Manchen wird auch schlecht, also Erbrechen oder Art so eine Brechreiz. Es kann zu einem Schluckschmerz mit einem sauren Geschmack kommen oder nur einen sauren Geschmack im Mund. Es kann auch sein, dass ihr eine Art Mundgeruch wahrnehmt, weil wenn nicht die Magensäure ansteigt, kann man sich gut vorstellen, dass der Körper da reagiert. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die tatsächlich nur bei einer Magenspiegelung plötzlich die Rückmeldung haben, dass vermehrt Magensäure da ist. Das heißt, in der Magenspiegelung wird häufig eine chronische Gastritis festgestellt und das ist dann auch am Ende ein höherer Anstieg von der Magensäure, die dann die Schleimhaut angreift und dadurch eine kleine Entzündungsparameter entstehen. Das kann man aber auch mit der gesunden Ernährung gut in den Griff bekommen. Und natürlich muss ich immer die Ursache lösen. Wenn ich länger nichts esse, dann muss ich versuchen, dort Essen einzubauen. Oder zumindest, ich kann ja Essen auch trinken mit Joghurt und Quark und ähnliches. Als Shakes zum Beispiel. Was kann man also tun? Wir müssen also der Magensäure was zu essen geben. Das heißt, idealerweise sind mehrere Mahlzeiten, 5 bis 6 oder 7 Mahlzeiten pro Tag sinnvoll. Ich kann, wenn ich nicht zum Essen komme, weil wir alle irgendwie auch noch Termine haben und Dinge umsetzen müssen und Sachen erledigen müssen, ist die Möglichkeit zum Beispiel häppchenweise Brot klein zu schneiden und wenn ich die Option habe, über den Vormittag zum Beispiel, wenn ich nicht zum Frühstücken komme, häppchenweise zu essen. Ich kann natürlich auch Shake-Geschichte machen, also Quark-Joghurt mixen mit ein bisschen Obst, weil wenn ich das schluckweise trinke, ist die Verträglichkeit besser und ich ziehe die Mahlzeit, was die Nüchternphase dann durchbricht.
Und häufig dazu führt, dass wir einfach genügend Kalorien und am Ende eine Eiweißquelle bekommen, damit die Magensäure auch was zu tun hat. Oder bei den Häppchen die Kohlenhydrate, die sozusagen wichtig sind, um der Magensäure etwas zu tun zu geben. Bei dem Brot oder Getreideflocken, Getreidebrei, kann man sich auch immer gut vorstellen, dass sie die Säure so ein bisschen aufsaugen. Das hilft manchmal, die Produkte einfach zum Beispiel auch mit Gemüse zu kombinieren, Kartoffelreis und Nudeln mit Gemüse, um sozusagen diesen Aufsaugeffekt zu haben. Aber nicht nur reine Kohlenhydrate zu essen, sondern es soll ja auch eine gesunde Ernährung sein. Beim Gemüse sind immer Ballaststoffe mit dabei, die wichtig sind, dass die Magensäure was zu tun hat und auch den Speisebrei herstellen kann. Wichtig ist gut kauen, damit nicht nur Bröckchen einfach ankommen, sondern einfach auch der Speisebrei. Wenn jemand merkt, dass er da Schwierigkeiten hat, kann man auch immer ganz gut im Übergang mal so einen Gemüsebrei, eine Gemüsesuppe machen, die zum Beispiel püriert ist, oder ein Getreidebrei mit Haferflocken, Nüssen und ähnlichen, das eingeweicht ist. Das kann aber nicht jeder und nicht jeder mag auch passiert oder püriert. Dann gilt es einfach gut zu kauen. Was kann man noch machen? Wichtig ist, die Schleimhaut wieder besser aufzubauen, die durch die Säure angegriffen ist. Da könnt ihr wunderbar mit Speiseöl, wie zum Beispiel regionales Rapsöl oder wer mag, kann auch Olivenöl nutzen. Nussöle, die ja diese besonders ungesättigten Fettsäuren haben. Und das Öl kann man zum Beispiel in die Eiweißshakes reinmachen. Da könnt ihr auch gerne in die anderen Podcasts reinhören, wie das mit den Eiweißshakes funktioniert. Ihr könnt in das Essen wie Kartoffelreis und Nudeln, wenn ihr die auf dem Teller habt, einfach einen kleinen Schluck Öl oder einen Esslöffel oder Teelöffel, je nachdem, wie viel ihr schafft. Damit unterrühren. Die Kartoffel kann man dann klein mosen und dann ist das Öl weg. Das Öl macht aber eine entzündungshemmende Wirkung auf die Schleimhaut. Wer gut unterwegs ist und es ausprobieren möchte, kann auch abends vorm Schlafen gehen einfach einen Esslöffel Öl nehmen. Einige bekommen das auch in Tomaten-Gemüsesaft. Also wenn ich einen Gemüsetomatensaft nutze, der ist ja püriert und passiert, dann nicht da einen Schluck Speiseöl, also einen Löffel, Esslöffel, Teelöffel Speiseöl reinmache. Dann kann man das auch in den Gemüsesäften trinken. Wichtig ist, dass kein Obstsaft ist, sondern reiner Gemüsesaft. Oder wenn ihr eine Gemüsesuppe habt, bei Kürbissuppen kennt man das immer, dass da so Kürbiskernöl raufkommt. Das könnt ihr natürlich auch bei allen anderen Suppen machen. Also in der Regel die Cremesuppen, wo wir das Gemüse püriert haben. Bei Babys, für die alle, die Kinder haben, kennen das vielleicht, dass man da in den Gemüsebrei immer einen Schluck, Entschuldigung, ich sage heute mal Schluck, ein Schuss Öl reinmacht. Da kann man Teelöffel oder Esslöffel dann nehmen. Also probiert es einfach mal aus, was für die kleinen Kinder gut ist, ist für uns als Erwachsene natürlich genauso gut. Beruhigend für die Magensäure hilft auch immer, wer es trinken mag, sind so Kräutertees, warme Teesorten, Kamille, Fenchel, Anis. Der Tee macht eine beruhigende Wirkung. Man kann natürlich auch Ingwertee nehmen, also frischen Ingwer in Scheiben schneiden und dann oder klein reiben und dann einfach mit Heißwasser aufgießen. Das ist auch eine Möglichkeit. Manchmal hilft Schwarztee. Ich habe da Erfahrung gemacht mit guten englischen. Jetzt muss ich einfach mal einen Namen nennen: Twinings-Tee. Der Breakfast-Tee hat sozusagen eine besondere Teinstruktur, die eine beruhigende Wirkung hat. Das ist leider, habe ich auch ausprobiert, nicht bei allen Teesorten, also bei allen Schwarzteesorten so. Daher einfach mal die Markennennung für alle, die. Der Hintergrund ist, dass Tein in dem Tee, in dem Schwarztee, der eine beruhigende Wirkung auf die Magensäure haben kann. Aber es funktioniert leider nicht mit jedem Teebeutel. Daher die Empfehlung an der Stelle. Dann gibt es die Möglichkeit, ich werde übrigens nicht gesponsert, fällt mir an der Stelle ein, sondern es ist wirklich einfach nur eine Empfehlung aus dem Alltag an dem, was wir ausprobiert haben. Dann ist es so, dass ihr in die Gemüsesuppen, habe ich schon gesagt, bei Getränken könnt ihr Wasser, Leitungswasser, stilles Wasser nutzen. Aber wenn das ohne Kohlensäure nicht geht, weil ihr es nicht runterbekommt oder geschmacklich nicht so vertragt, könnt ihr die Kohlensäure mit der Gabel einfach etwas ausschlagen. Dann hat man auch eine geringere Kohlensäure und oftmals funktioniert das sehr gut.
Kaffee ist ja in der Regel immer so ein Thema. Das Koffein, das ist die Röstung des Kaffees, die kann schneller Sodbrennen verursachen. An der Stelle muss man also ein bisschen aufpassen. Die gehört also auch noch zu den Auslösern. Bei Koffein kann es sein, wenn es so Pads oder vorgefertigte Kaffeesorten sind, ist es leider oft die Kaffeeröstung. Da müsst ihr euch ein bisschen ausprobieren. Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht, mal nach Krankheit und erhöhter Magensäure, also nach Operationen, die ich hatte, dass man auf Espresso gut umsteigen kann. Da geht auch der lösliche Espresso oder ihr nehmt frisch gemahlenen Kaffee und löst den, so mal wie man es früher gemacht hat, einfach in einen Kaffeefilter rein und dann einfach direkt frisch aufgießen. Das funktioniert häufig auch, kommt aber auf die Kaffeesorte drauf an. Und bei Espresso ist es so, dass der Espresso in der Kaffeeröstung tatsächlich besser für die Magensäure häufig vertragen wird. Also an der Stelle kann man auf Espresso umsteigen. Probiert es einfach aus, was euch da gut tut. Jeder ist da ja auch sehr unterschiedlich unterwegs. Die Auslöser habe ich schon gesagt. Was kann man noch machen? Medikamentös gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch vom Arzt Säureblocker verschreiben lässt. Idealerweise ist der Arzt da an der Stelle sinnvoll. Da gibt es Magensäureblocker, die sollen natürlich auch nicht Ewigkeiten genommen werden. Meistens eine Empfehlung von 14 Tagen. Einige davon sind als Säureblocker auch in der Apotheke, Gott, Entschuldigung, in der Apotheke auch frei verkäuflich. Da gibt es aber dann die Empfehlung nicht länger als 14 Tage, weil ein Magensäureblocker ja die Säure im Magen blockt, was eine kurze Zeit okay ist, aber langfristig nicht gewünscht ist. Zudem kann es auch Nebenwirkungen machen. Daher die ärztliche Empfehlung zur Therapieempfehlung. Ich selber habe mal den Pharmareferenten gemacht, um über Medikamente reden zu dürfen. Aber es ist immer eine Therapieentscheidung der Ärzte. Daher nehmt euch die Hausärzte gerne mit ins Boot. An dieser Stelle liebe Grüße an alle Hausärzte und an alle, die zuhören. Ich freue mich immer sehr darüber. Was könnt ihr noch machen? Wenn ihr Medikamente nicht wollt, gibt es die Möglichkeit, sogenannte Heilerde in der Drogerie zu kaufen. Die heißt tatsächlich Heilerde. Einige kennen die auch vielleicht für Gesichtsbehandlung. Die gibt es als Pulver zu kaufen oder als Kapseln zum Schlucken. Die Erfahrung in der Praxis ist, dass es Patienten gibt, die das vertragen. Es gibt Patienten, die da gar nicht mit zurechtkommen. Es gibt welche, die sagen, schmeckt komisch, schlucke ich runter, geht schon. Also da Heilerde. Ja, probiert es aus. Schaut, was für euch da funktioniert. So, zum Essen habe ich schon ein bisschen was gesagt. So eine Mischkost. Gut, Alkohol ist eher kontraindiziert. Kleine Menge. Ich würde es als erstes immer probieren mit mehreren Mahlzeiten. Vor allen Dingen alle die, die einen Schlauchmagen-OP haben. Mehrere Mahlzeiten hat häufig die Problematik dort gelöst. Dann muss auch nicht gleich eine andere OP wie eine Bypass-OP hinterhergeschoben werden, sondern regelmäßig Essen beim Schlauchmagen führt dazu, dass das Gewicht runtergeht und am Ende auch das Sodbrennen weggeht. Ohne Schlauchmagen gleiche Geschichte. Häufiger Mahlzeiten einbauen. Schaut mal in den Podcast für die Eiweißshake-Rezepte im Etsy-Verlag. Bei uns im Shop könnt ihr auch die Rezepte fürs Eiweiß runterladen. Kommt sonst gerne auch in die Beratung. Die Krankenkassen zahlen ja die Ernährungsberatung bei euch und das bundesweit. Ihr müsst auch nichts dazu bezahlen. Das geht persönlich in der Praxis oder gerne per Video. Ganz wie ihr mögt, meldet euch einfach gerne. Wir freuen uns auf euch. An dieser Stelle hoffe ich, habe ich euch einen kleinen Einblick. Einen Einblick. Oh, heute habe ich aber auch kleine Hänger, aber das Leben ist ja manchmal, wie es ist. Bin ja auch nur ein Mensch. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle einen schönen Tag. Schaut einfach mal auf unsere Kanäle, YouTube, Insta, bei TikTok. Schreibt mir gerne, was ihr vielleicht auch für Wünsche habt. Gerne auch per E-Mail in die Kommentare. Geht über die Homepage rosefröhlich.com. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und erstmal einen schönen Tag zu euch. Liebe Grüße, eure Sandra.